ist ein Thema, das uns alle interessiert. Es gibt romantische Küsse, es gibt leidenschaftliche Küsse, es gibt zarte und heiße, verbotene und sogar tödliche Küsse. Und der Kuss war auch eine große Inspiration für die Kunst. Und wir untersuchen hier in einer Ausstellung die Geschichte dieses Motivs vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Gerade um 1900 hat sich die Kunst sehr für den Kuss interessiert. Der Jugendstil entdeckt ihn als dekoratives Ornamentmotiv. Im Symbolismus um 1900 haben die tödlichen Küsse Konjunktur von Figuren wie der Sphinx oder die Vampirküsse spielen dort eine große Rolle. Und im Zuge der Lebensreformbewegung wird der Kuss auch unter hygienischen Fragestellungen diskutiert. Der Kuss der Sphinx, einer der tödlichen Küsse, für die die Kunst des Fernandes Jäckle des ausgehenden 19. Jahrhunderts eine besondere Faszination besaß. Die Sphinx, eine weibliche Dämonin, die den ihr verfallenen Mann im Kuss tötet, faszinierte die Zeitgenossen möglicherweise auch vor dem Hintergrund zeitgenössischer Geschlechterkämpfe, die besonders bedeutend werden im Zuge der fortschreitenden Emanzipationsbewegung der Frauen. Im 20. Jahrhundert ändert sich dann der Blick auf den Kuss. Es nimmt eine sehr politische Wendung. Der Kuss wird seit den 60er Jahren von der feministischen Kunst aufgegriffen. Es gibt Künstler, die sich mit Themen wie Sexualität, im Besonderen Homosexualität und Körper beschäftigen, und die greifen den Kuss immer wieder als ein politisches Symbol auf. Das alles bringen wir hier in einer Ausstellung zusammen, der ersten, die sich mit dem Thema Kuss beschäftigt, und zeigen hier ein großes epochen- und gattungsübergreifendes Panorama zum Thema Kuss in ganz unterschiedlichen künstlerischen Medien, von der klassischen Malerei, Skulptur, Grafik, über viele Videoarbeiten, Performances und Installationen. Eines der bekanntesten Werke zum Thema Kuss. 1886 entstanden, existiert diese Skulptur in sehr vielen verschiedenen Varianten und Materialien, in Marmor, Terrakotta oder in Bronze. Hier zeigen wir eine frühe Bronzeversion von 1904. Rodin greift ein literarisches Motiv auf. Es sind zwei Liebende der Literatur, die hier dargestellt werden, Francesca und Paolo aus Dantes göttlicher Komödie, die wir hier in oder kurz vor einem ehebrecherischen Kuss erleben. Auch dieses Werk war zu seiner Zeit skandalös, es wurde vielfach zensiert, nur hinter Vorhängen gezeigt, und dennoch ist es unglaublich erfolgreich gewesen und hat Rodins Ruhm mitbegründet. Die realistische Darstellungsweise war es, die damals gleichzeitig schockierte, aber auch faszinierte, und wir haben hier eine der intensivsten und eine der frühesten Darstellungen sinnlicher Liebe in der bildenden Kunst. Ist ein Berliner Kussbild. Dargestellt ist eine Gruppe von Punks am Neptunbrunnen auf dem Alexanderplatz. Darunter befindet sich auch, und zwar genau im Zentrum des Bildes, ein küssendes Paar. Nina und Thorsten Römer arbeiten schon seit vielen Jahren als Künstlerpaar zusammen, und der Kuss ist bei ihnen ein wiederkehrendes Motiv. Vielleicht auch aus dieser besonderen Situation als Künstlerpaar hinaus greifen sie den Kuss immer wieder auf. Die Künstler finden ihre Motive auf Festivals, Paraden, bei Events der Subkultur. Sie machen viele Fotos, und aus diesen fotografischen Vorlagen entsteht dann in einem sehr langen und zeitintensiven Prozess eine neopointillistische Malerei, wie wir sie hier in einem sehr großen Format sehen. The Blue Noses Group, ein Künstlerduo aus Russland, macht 2005 eine Fotoarbeit mit dem Titel An Epoch of Clemency, eine Epoche der nächsten Liebe. Dargestellt sind zwei russische Polizisten, die sich in einem verschneiten russischen Birkenwald küssen. Es ist ein Motiv, was schon 2005 in Russland provoziert. Der russische Kultusminister verhindert sogar die Ausfuhr des Werks in einer französischen Ausstellung. Es wird als eine Schande für Russland bezeichnet.
Heute, seit 2013, sind die Rechte Homosexueller wieder stärker eingeschränkt in Russland, sodass dieses Werk heute eine noch stärkere politische Kraft entfaltet.